Ach ja, ich sollte ja Schafe töten. Ich renne die ganze Zeit an tausenden Schafen vorbei. Natürlich. Hast du denn inzwischen Clay gefunden? Nein. Ja, doch einmal, aber jetzt nicht mehr, weil das Wasser ist so tief und ich sehe ganz unten nichts mehr. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass wir uns hier eine Taucherausrüstung bauen können. Oh, hier geht's ja noch tiefer runter. Ich baue hier am besten nichts ab, weil sonst fällt das ganze Sandzeugs runter und du gleich mit. Ich? Und dann hast du einen Tod mehr gestorben. Der, wieso? Guck doch mal auf deine Karte. Ich bin weit weg. Ich habe Schafe gefunden. Ich sehe dich gar nicht. Nee, ich bin gerade aus deiner Reichweite raus. Eben warst du noch auf meiner Karte, jetzt nicht mehr. Aus der kritischen Reichweite raus. Oh, das ist ja auch cool. Wenn ich über das Schaf fahre, dann steht da Cooldown 0 Sekunden. Also 0 Seconds Remaining. Das ist wahrscheinlich der Cooldown, wie oft man sie paaren kann. Das wird hier in der Zeit angezeigt, das ist cool. Ja. Ja. Ein Stirb mit Würde. Stirb mit Würde? Wen tötest du gerade? Das Schaf. Ich habe eine Schere gebastelt und hier sind 1000 Schafe. Du brauchst dich um die Wolle nicht zu kümmern. Zu spät. Ich will die töten. Ja, aber für die Zukunft ist es nicht zu spät. Du kannst... Was heißt hier Zukunft? Die Schafe werden keine Zukunft haben. Die sind schon tot. Ja, aber. Aber. Na gut, ist egal. Ich besorge jedenfalls alles, was ich brauche. Und du brauchst dich eigentlich nur um Clay, Sand und Gravel kümmern. Ich habe eine Clay-Mine hier quasi gefunden. Was jetzt? Ich habe ziemlich viel jetzt gefunden. Eine ich habe zwei volle Stacks Clay. Na wunderbar. Und hast du auch zwei volle Stacks Gravel und zwei volle Stacks Sand? Nein, aber da vorne ist noch ein Steinbruch, da hole ich mir das jetzt. Gut. Oder die Kiesgrube, besser gesagt. Ich bin wieder auf der Ebene. Hier sind auch die Pferde wieder. Ey, cool, so weit war ich letztens. Auf der Ebene. Sehr schön. Hier sind Pferde. Auf der offenen Prärie. Da hast du ja eins gezähmt, nicht wahr? Ja, aber wir müssen Sattel finden. Oh, hier ist noch ein Orm. Warum sind die jetzt auf einmal überall? Ja, weil du die herbeigecheatet hast. Stimmt doch gar nicht. Die fallen jetzt nur eher auf, weil hier nicht so viele andere Blumen sind. Gleich viel angenehmer, ne? Ja, viel schöner ohne Botania. Jetzt kriegst du den Daumen runter, ey. Die krieg ich selten genug. Aber muss der Realität auch mal ins Auge sehen. Ja, welcher Realität? Ich dachte, da kommt noch was. Nee, eigentlich war ich fertig. Ach so, die Realität, dass es auch mal einen Daumen runter gibt. Oh, das ist sogar ein geflecktes Pferd, das will ich haben. Wahrscheinlich gibst du mir einen Daumen runter auf dieses Video. Hier mache ich immer. Ich muss ja mal sagen, mein letzter Daumen runter ist schon wieder eine Weile her. Wird mal wieder Zeit. Ne? Grenzen. Wird mal wieder Zeit. Ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, auf irgendeine Joxpack-Episode, was du gar nicht nachvollziehen konntest. So mittendrin, plopp, einer runter. Ja, manche kriegen auch Daumen runter, weil es nicht böse gemeint ist, sondern weil der Typ oder der Let's Player irgendwas in dem Video macht, was gegen die Ethik verstößt, ja, wie zum Beispiel wehrlose oder Kaninchen so töten. Oder, es gibt sowas, keine Kaninchen, ne? Im Joxpack. Ja, ich meine nicht, ja, aber in anderen Spielen. Ja, ne, ich weiß ja auch nicht. Irgendwas hat irgendwem da nicht gefallen, aber ich wusste nicht was. Konnte ich nicht nachvollziehen. Macht ja auch nichts, ist ja kein Problem. Manchmal gibt es auch nur einen Daumen runter, weil ein englisches Video gesucht wird und ein schreckliches deutsches Video gefunden wird. Ja, da ist man bei mir aber an der falschen Adresse. Bei mir gibt es nur gute Videos. Hast du Leder gefunden? Ich habe nicht eine Kuh gesehen. Soll ich Kühe töten? Ich brauche so 2, 3, 4 Leder ungefähr, nicht viel. Aber ich habe gar nichts. Wenn du Kühe siehst, töte die mal, ja. Komm mal zurück, du hast doch bestimmt genug Zeugs jetzt, oder? Nein, habe ich nicht. Nicht? Wieso, was brauchst du noch? Ich will den Hut haben, den das Vieh da auf hat. Hier sind übrigens Kühe, soll ich die töten? Ja, bitte, habe ich doch eben gesagt. Okay, dann schmeiße ich das Ei weg, das brauchen wir eh nicht. Es gibt sogar eine eiskalte Mod, mit der kann man Kühe scheren. Scheren? Um ihr Leder zu bekommen, ja. Und dann ist es eine kalte Kuh, weil sie keine Haut mehr haben. Das kann man da auch mit Schweinen machen. Okay. Ja, wirklich. Coole Sache. Ja, eiskalte Sache. Aber es ist für einen guten Zweck. Aber dann können sie weiterleben und die Haut wächst nach. Dann sind die einfach eine sich selbst wieder herstellende Ressource. Ach, guck mal, hier ist eine ganze Fläche voll Gravel und weißt du, was da drunter ist? Eine ganze Fläche voll Clay. Sehr schön. Großartig. Ich bin schon Level 10. Was ist ein... ich bin Level 12. So... Hast du eben was gesagt, oder?
Warte mal, die Verbindung war gerade kurz weg. Ja, wie beim letzten Mal, dass deine Verbindung schlecht war. Meine, deine? Nein, 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 nein. Deine Verbindung war schlecht. Meine Verbindung macht sowas nicht. Deine liebe Verbindung macht sowas nicht. Als dein Skype plötzlich weg war. Ja, ja, das war allein dein Fehler. Ja, meins, natürlich. Es ist immer meins. Ich verzeih dir ja, ne? Aber musst du halt erstmal so eingestehen. Das ist aber sehr genug. Ja, ich glaube, ich schmeiß die Wolle weg. Okay, wir haben alles. Wir brauchen jetzt nur noch 4 Leder. Und dann hat jeder von uns eine komplette Magier-Ausrüstung, die nie kaputt geht. Sehr schön. Wenn sie es nicht geändert haben in dem neuen Update. Wer weiß. Die machen ja alles, um damit es schwerer wird, wo es eigentlich unnötig ist. Gehst du bitte schlafen? Das hast du dir doch jetzt von mir abgehört, nur weil ich das so hören möchte. Das ist eventuell. Es ist noch nicht spät genug, ich kann noch nicht schlafen. Ja, aber mach mal bitte gleich. Es ist noch nicht spät genug. Ja, aber gleich. Ja, ich bin aber noch nicht müde. Ich will noch nicht ins Bett. Ich hab einen... Nein! Wehe, du stirbst jetzt. Boah, hier war ein Creeper und ich laufe direkt auf den Creeper zu, total, ne, am Dösen. Und sehe auf einmal, realisiere, dass ein Creeper vor mir steht. Ja, ja. Kennst du diese Momente, diese Schreckmomente? Ziemlich tiefgründige Geschichte. Ja, wenn man so, ja, wenn man es sieht, aber nicht realisiert. Genau, und dann geh jetzt bitte schlafen. Ja, jetzt kann ich ja endlich. Geht doch. Ich musste erstmal meinen Kaffee verdauen und dann kann ich schlafen. Wo ist mein Leder? Es ist, ich habe 2 Leder. Moment, was mir gerade einfällt. Boah, was ist das für ein Gebilde? Ach, hier sind wieder Goblins, aber die greifen mich an. Das sind welche mit Schwerter. Großartig. Weißt du, was wir tun sollten? Die Goblins töten. Wir sollten eine Ender-Chest bauen und einer von uns baut sich dann einen Ender-Rucksack und dann können wir uns gegenseitig Sachen hin und her schicken, wenn wir unterwegs sind. Ja, wollte ich auch vorschlagen. Dann teilen wir uns auch unterwegs ein Inventar. Dann bauen wir uns beide Ender-Rucksäcke. Ja, das wollte ich auch gerade alles vorschlagen. Ja. Du bist doch ein Schwätzer. Aber das ist eine gute Sache. Dann könntest du mir jetzt mein Leder schicken und ich dir Nahrung oder so. Weißt du, das wäre eine coole Sache. Das sollten wir auch noch tun. Ja, sollten wir. Ja. Ich habe ja auch noch Jetpacks auf der Liste stehen. Wolltest du ja auch haben. Nicht ja, mal. Streich die erstmal. Die sind jetzt nicht so wichtig. Ach was. Will der Herr nicht fliegen? Also bis du mit Magie fliegen kannst, wird es noch eine Weile dauern. Das ja, aber sei das, dir mal das versichert. Ist doch viel stylischer. Ohne Frage, ne? Und das mit Magie fliegen ist auch mächtiger, als mit einem Jetpack zu fliegen. Richtig, wir haben auch schon so ein publikes Jetpack. Das sind, weißt du, wie die Superhelden, die sich nur durch Technik dazu kaufen. Wie Batman. Genau. Ich meine, die Jetpacks hier, die sind nicht so schnell wie kreatives Fliegen und die sind auch nicht so sicher und so, aber das ist nicht so extrem gut. Hier sind gescherte Schafe und ich wette, du warst hier. Ja, ich war da. Ich brauche nur noch Leder. Lass jetzt die Schafe in Ruhe. Mach ich ja. Lässt du jetzt die Schafe in Ruhe? Ich habe nur 2 Leder. Ach, ich brauche aber 4. 4? Ja. Ja, das sollte ja machbar sein. Ansonsten kriegst du keine Schuhe. Ja, dann gehe ich barfuß, ne? Dann bin ich ein Hobbit. Wir brauchen noch mehr Leder für den Ender-Pouch. Und da brauchen wir auch Blaze-Powder. Wir müssen zurück in den Nether. Ja, kannst ja gerne vorgehen. Steht auch auf meiner Liste drauf. Ich habe die Konfiguration geupdatet. Die Zombie-Pigmen werden uns nicht mehr angreifen, wenn wir Ores abbauen. Ja, Mann, Marcel, dir war ganz schön einfach hier. Gut, ne? Bald haben wir den super Soft-Cheat-Modus hier. Was redest du? Die Serverschwierigkeit ist auf schwer. So. Mhm. Das sieht man sogar. Nee, das sieht man nicht mehr. Doch, das sieht man im Chat. Set Game Difficulty to Hard. Sieht man auch im Chat. Du wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Aber mir hat man es noch gesehen eben. Komm jetzt zurück. Ich bin dabei. Wo bist du denn? Da, wo die Kürbisse wachsen. Ich bin am Lavasee. Die Kürbisse war. Oh, beim Lavasee. Ja, der ist ja nicht weit weg. Ja. Ah, jetzt wurdest du eingeblendet gerade. Ich sehe in Echtzeit, wie du dich bewegst, wie du gerade gen Osten läufst. Wow, in Echtzeit. Und jetzt am Wasser vorbeikommst. So weit ist die Technik schon, ne? Ja, du kommst am Wasser vorbei gerade. Und jetzt siehst du links einen großen Baum. Der ist geradeaus. Ja, und jetzt steht links noch ein Baum. Und vor dir ist dein riesiger Monsterbaum. Und jetzt guckst du gerade nach rechts. Ja, mit groß. So. Ist das nicht toll? Ja. So. Da bist du ja. Oh, warte, jetzt muss ich kurz aus der Map wieder rauszoomen. So. Gut. Halt! Ich habe ein volles Inventar, jetzt warte doch mal. Was machst du an der Chest? Lässt du wohl die Chest in Ruhe? Was ist das denn hier alles? Räum die Chest aus und pack's in den Computer, was soll das? Jetzt lass die Finger von meiner Chest.
Es gibt kein. Hey, Chests sind verboten. Das ist ein. Das halt, ist ein bleib Band, auf Abstand. Das ist ein Banned-Item auf dem Server hier. Chests sind verboten. Was ist das denn hier? Kannst du das mal einräumen? Hier ist noch total viel Gravel und Sand. Dann mach das doch, mein Sklave. Total viel Gravel und Sand. Räum das mal bitte in den Computer ein. Ich habe das extra nicht getan, weil das deine Chests waren. Du bedienst dich doch sonst immer meinen Chests. Jetzt du klaust sogar Leder. Meine Chests. Jetzt gib mir schon das Leder. Jetzt wartest du. Sonst töte ich dich und kannibalisiere dein Grab. Ja, mach das. Aber ich bin dabei, mir mein Zeug zu bauen. So. Dein Zeug zu bauen? Ach ja, natürlich. Jetzt lass mich in Ruhe, jetzt hau ab. Nein, ich bin jetzt wegen dem Leder hier, das kriege ich jetzt. Das kriegst du jetzt nicht? Doch, ich kriege jetzt dieses Leder. Sonst stürze ich dich ins tiefste Unglück. Ja, also, auch wenn du offline als gehst. In die Aufnahme kann es ja nicht sein. So. Du wirst diese Ausrüstung mit Stolz tragen. Ja, werde ich das. Ja, das wirst du, weil es eine gute Ausrüstung ist. Die meiner Meinung nach nicht kaputt geht. Ich sehe aus wie ein Zauberer. Das ist nicht toll. Ach, kacke. Ich werde doch den Hut abnehmen. So, ich will keinen Hut tragen. Hut so. Bam, jetzt guck mich an. Jetzt guck meine magische Erscheinung an. Nein, ich habe einen Punkt, den ich verteilt habe. Das ist mir gerade jetzt, sei ruhig, das ist mir wichtiger. Mein erhabenes Ebenbild, das ist top. Ich sehe großartig aus. Wie ein Magier. In deinem gammeligen Texture-Pack sieht es wahrscheinlich nicht so gut aus, aber egal. So, jetzt habe ich Mana-Regen 1. So. Mana-Regen. Du weißt schon, dass es Regen heißt, ne? Regeneration. So. Du weißt schon, dass das Schwert scharf ist. Jetzt gib mir mal eine hier, Rüstung. Hier, da und da. So, zieh ja, die an. Ja, danke schön. Geht doch. Kannst jetzt bitte vom Server gehen? Und danke. Und ich bin der Meinung, die hat sogar Slowfall, dass du keinen Schaden durch Stürze mehr nimmst. Aber was macht die eigentlich? Da habe ich doch eben gesagt, die hat Slowfall, dass du keinen Schaden durch Stürze nimmst. Ach, hol Linksschiff for Details. Ja, das ist Infused Kram. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist nicht so wichtig. Okay. Mann, das ist einfach deine Magierrüstung. Keine Ahnung, was die macht. Ja, geil, ich hab die an. Sieht geil aus. Sieht sehr gut aus. Großartig. Wahrscheinlich gibt die uns auch ein bisschen Mana-Regeneration oder sowas in der Art. Wahrscheinlich beschützt die uns auch gegen Zaubersprüche. Gegen feindliche. Ach so. Nicht Ach gegen so, Schwerter. Dachte, nicht gegen Schwerter, ich nein. Ich wollte schon zuhauen, hast du gut gehabt. Ach so, ja, ich muss zum Ofen. ja, genau. Mach den mal. Ich habe auch noch einen Skillpunkt. Was mache ich denn hier? Physical Damage? Regeneration. Haste. Genau, den habe ich ja noch gar nicht gemacht. Leap, Slowfall und Haste. Das wird ein toller Zauberspruch. Bin ich ganz schnell, falle langsam und kann monstermäßig springen. Ja, und dein Mana ist sofort weg. Ja, na und? Ich habe fast 1000 Mana. Du hast mir letztes Mal... Wo sieht man das? Ach ja, du hast es eingeblendet, ne? Wie blendet man das ein? Du musst in den Chat gehen und da drückst du slash... AM für Ars Magica, UI CFG und Enter. Und dann kommst du in die Konfiguration dafür und kannst es einstellen. Okay. Und wie aktiviere ich jetzt was? Wieso? Du hast doch einen. Moment, ich mache es auch. Ach, so ein Options, alles klar, jetzt habe ich es gefunden. Ups. Set difficulty to hard, nicht. Na egal. XP, ja, und das, only das visible, irgendwann. Yes, und da ist Numeric und irgendwo. Minimal hard, no. Numerisch ist es. Genau. Und wie komme ich jetzt wieder raus? Wahrscheinlich mit den gleichen Befehlen, ne? Drück Escape, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht so genau. Ah ja, Escape reicht. Ja, siehst du, ich habe nur 771 Mana. Ich habe 928, kannst mal sehen. Aber du bist ja auch ein paar Level höher als ich. Zwei Level. Weiß nicht, ob das jetzt so einen Unterschied macht. Ja. So, wir brauchen einen Controller Gravel und einen Tank. Nicht schlecht. So. Da fehlt nicht mehr viel zu unserem. Nee, ganz im Glück, ja. Ja, sondern Glück. Pest im Glück. Wir werden einiges an Iron brauchen. Brauchen wir? Ja, naja, aus irgendwas muss ja die Axt hergestellt werden, nicht wahr? Ach ja, richtig. Wie sieht das jetzt mit dem Furnace aus? Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Ich muss ein paar Rezepte nachgucken. Ich bin mir nicht sicher, ob es reicht. Das könnte knapp werden. Ich bin schon dabei. So, wie heißt denn das jetzt? Ich brauche ein Drain. Wie wird der hergestellt? Ah ja, okay. So und so.
Smeltery Drain, ein Controller, ein Casting Table. Ich brauche noch ein, wie heißt der? Ein Tank. Ja, und dann brauchen wir natürlich auch Lava. Ach ja, Lava ist ja vorne am See, das geht relativ schnell. Ach ja, natürlich. Ich meine, wenn wir mehr als 4 Buckets passen in den Tank nicht rein und das wird ziemlich lange halten. Und wir wollen ja nur diese Axt machen und dann hat sie es auch wieder, ne? Für mehr brauchen wir das ja gar nicht. Gut, ich glaube aber, ich habe alles. Ich habe mein ganzes Fleisch auch mal hier in den Furnace-Hopper gehauen. Ja, ja. Guck mal, bei der Chest kommt's raus, da ist eh noch Nahrung drin. Und da sind auch noch mehr Seared Bricks, also wir brauchen nicht noch mehr. Ah, okay. Das reicht so. Kannst mal sehen, das System funktioniert, da kommt alles raus. Kannst du mal sehen. Wenn du mal irgendwann auf etwas warten solltest und das kommt nicht, obwohl du dir sicher bist, du hast alles richtig gemacht, dann sag mir einfach Bescheid, dann gehe ich rein und guck nach, wo da der Fehler ist. Dann stimmt halt irgendwas nicht. Ach ja, in deiner Mini-Butze, ja, okay. Ja, da muss ich dann reingehen. Pestis Muffelbude. So, dann haben wir hier noch ein Seared Faucet. Und der Casting Table steht dann im Boden. Gut. Funktioniert sogar. Gut, dann brauchen wir jetzt Lava. Lava. Und ich kümmere mich um die restlichen Bestandteile. Ah, okay, dann hole ich die Lava. Ja, wir müssen nämlich noch ein paar Sachen bauen. Haben wir irgendwo einen Eimer? Ich gehe mal in den Computerterminal gucken. Ja, guck mal. Wir machen ein Tool Forge. Seared Bricks und Block of Iron. Oh, Backe. Na gut, wir haben recht viel Iron. Und wir können meine alte Eisenrüstung einschmelzen für Iron. Okay. Das kann man auch machen. Das ist eine sehr coole Sache, wie ich finde. So, Tool Station. Okay. Boah, Tin haben wir ganz schön viel, ne? Und Silber. Ja, das sind so die üblichen Materialien. Davon bekommt man recht viel, das stimmt. Und Blei. Ja, Aluminium. Blei. Das werden wir nie brauchen. Hast du jetzt das Eisen rausgenommen? Ich habe gerade alles Eisen rausgenommen, ja. Ah, da kann ich ja lange suchen. Weil Packst dann noch den Eimer gleich rein, ja? Ich habe keinen Eimer rausgenommen. Nein, aber du machst jetzt einen. Ach so, ja, ja. Und packst den rein. Da. Ach so, ja. So ist drin. Muss ich das aktualisieren, ja, ne? Nein, du musst halt danach suchen, das ist alphabetisch. Oder je nachdem, wie du es eingestellt hast. Ach, ich sehe ihn schon. Also das geht schon in Echtzeit, da musst du nicht rausgehen. Was alles in Echtzeit geht, ist schon toll, ne? Ja, kannst du mal sehen. Was ich Tolles gebaut habe. Sag jetzt nichts. Oder zumindest nichts Falsches. Nee, ich nehme erstmal einen Schluck Kaffee. So, ein Toolforge. Na, endlich mal. Bam. Dann brauchen wir noch ein... Den du bestimmt gefühlt in jeder Aufnahme gebaut hast. Ja, verdammt. Muss man. Den braucht man halt. Tinkers so. Construct, ne? Ein, ja. Das ja, ich habe was gelernt, ey Leute, ich habe was gelernt. Und dann brauche ich noch ein, wie heißt denn das? Ein Pattern Provider. Ah, nee, Quatsch, kein Pattern Provider, das war Industrial Craft. Ein Telecreeper, Ach Mann, wie heißt denn das? Stencil Table. So. Ein Stempeltisch, yay. Nein, ein Stanztisch. Ach, leck mich doch. Ein Stempel ist ein Stamp. So. Oh, da haben sie ja das Interface geändert. Sehr schöne Sache. Wir brauchen die große Axt. Ach Mist, ich hab scheiße über der Lava gebaut. Man konnte doch das so rausholen, dass man auch unendlich Lava hat, oder nicht? Nein, kann man nicht. Ach so, okay, dann habe ich das falsch gemacht.